Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren GIMP-Tutorial auf dem Channel Schokomuffin777. Heute werden wir uns mit diesem Bild beschäftigen. Und zwar wollen wir ein 3D-Bild erstellen. Da immer mehr Filme in 3D gedreht werden, wollte ich euch jetzt mal zeigen, wie ihr euer eigenes 3D-Bild erstellen könnt. Ich habe hier ein Beispielbild, was ich damals in London gemacht habe. Und das werden wir jetzt verwenden als Beispielbild, um diesen 3D-Effekt zu erstellen. Gut, das erste, was wir machen, ist, wir duplizieren die Hintergrundebene. Dazu gehen wir Rechtsklick auf die Ebene und sagen dann Ebene duplizieren. Dann haben wir hier eine Hintergrundkopie. Danach gehen wir in die Farbpalette. Dort wählen wir als Vordergrundfarbe Cyan aus. Mit dem Farbcode 00FFFF. Als Hintergrundfarbe nehmen wir Rot. Der Farbcode hierfür ist FF0000. Nachdem wir das gemacht haben, müssen wir wieder auf die Hintergrundebene. Danach erstellen wir eine neue Ebene. Diese nennen wir Cyan. Und wählen hier Vordergrundfarbe, da wir hier Cyan als Vordergrundfarbe ausgewählt haben. Danach gehen wir auf die Hintergrundkopieebene. Diese müssen wir jetzt verschieben. Dazu benutzen wir die Pfeiltasten. Wir drücken 20 Mal die nach oben Pfeiltaste. Danach drücken wir die nach links Taste für 20 Mal ebenfalls. So, nachdem wir das auch getan haben, müssen wir nochmal eine neue Ebene erstellen und dazu gehen wir wieder auf das neue Ebene-Symbol und sagen diesmal Red und nehmen diesmal bei der Ebenenfüllart Hintergrundfarbe. Nachdem wir das beides getan haben, gehen wir nun auf die Cyan-Ebene. Den Modus müssen wir hier auf Bildschirm verändern. Danach müssen wir die rote Ebene und die Hintergrundkopie-Ebene ausblenden. Dazu anchecken wir hier diese kleinen Augen. Nachdem wir das getan haben, müssen wir die Cyan-Ebene und die Hintergrundebene vereinen. Dazu gehen wir auf Bild. Sichtbare Ebenen vereinen. Nachdem wir das geklickt haben, erscheint ein kleines Fenster. Da klicken wir einfach nur auf Vereinen. Jetzt müssen wir die Hintergrundebene ausblenden und die Red-Ebene und Hintergrundkopie-Ebene einblenden. Danach gehen wir auf Red und sagen hier Modus Bildschirm. Jetzt müssen wir diese Ebenen auch wieder vereinen. Dazu gehen wir auf Bild, sichtbare Ebenen vereinen und sagen hier auch wieder nur vereinen. Nachdem wir dies getan haben, können wir jetzt die normale Hintergrundebene wieder einblenden und sagen auf der Hintergrundkopieebene Modus Multiplikation. Nachdem wir das getan haben, sehen wir das fertige 3D-Bild. Wenn ihr jetzt eine 3D-Brille habt, könnt ihr diese aufsetzen und seht dieses Bild in 3D. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Schokomuffin777. Noch eine kleine Frage zum Abschluss. Wie gefällt euch, dass wir die Videos nun in zwei Sprachen haben? Einmal haben wir jetzt die Videos, die in Englisch gemacht wurden von Aaron, die werden wir in Deutsch übersetzen und die Videos von mir werden wir ins Englische übersetzen. Und ich wollte euch jetzt einfach mal fragen, wie euch das gefällt und bitte schreibt in die Kommentare, ja, was ihr davon haltet. Bis zum nächsten Mal, Peace out, euer Schokomuffin777.